So, Cyril, zweite Sendung mit uns beiden. Wir haben ja letztes Mal gefragt, verstehst du eigentlich, warum in so einem Bild, du siehst ja das Bild, das sieht ja toll aus, wie das so reingeht. Ne? Ja. Würdest du gerne wissen, wie sowas funktioniert? Ja. So, versuche ich es dir mal zu erklären. Ich weiß nicht, ob du es kapierst oder so, aber wir versuchen es mal. Guck mal. Wenn wir jetzt so gucken, da merkst du ja, du hast ja selber letztes Mal hast ja gesagt, wenn man hier einen Menschen reinzeichnet, ja, so, ich zeichne den mal in weiß, damit du den siehst, ja, wenn der jetzt nach hinten geht, dann wird der ja hier hinten ein bisschen kleiner. Mhm. Warte, so, ne? Jetzt hast du das Gefühl, dass es klein wird, aber auch dieses Haus wird nach hinten kleiner. Alles wird nach hinten kleiner. Jetzt ist nur die Frage, wie werden die kleiner? Und da nehme ich jetzt mal etwas voraus. Wir verlängern mal diese Linie, okay? Weil so wird es ja kleiner. Mhm. Ja, das mache ich mal jetzt mit Weiß. So. Ich mache das jetzt nicht sehr genau, weil ich es ja freihand mache. Und jetzt nehme ich mal diese Linie und verlängere die auch. Und da kommen wir hier, treffen die beiden sich. Mhm. Und jetzt machen wir das auch mit dem hier. Guck mal, verlängern wir wieder. Und verlängern wir. Und was sehen wir? Alle Linien treffen sich in einen Punkt. Aha. Da muss ich ja nur noch wissen, wo der Punkt ist. Dann kann ich ja alles verkleinern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich mache das mal auf der Rückseite. Wenn ich, also du hast ja, weißt du noch, du hast ja diese Figur gehabt. Ja? Also du hast ja deine Figur gehabt. So. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt hier einen Punkt hätten und würden jetzt das verbinden, da wüssten wir, dass genau in diesen zwei Linien der Mensch kleiner wird. Die sind natürlich gleich groß. Siehst du? Mhm. Das verstehst du? Ja. Also im Prinzip kannst du immer jetzt was, einen Baum, du kannst hier einen Punkt setzen und bumm, in diesen Punkten, das ist die Kugel des Baumes wird immer so, wird immer kleiner, wird immer kleiner, wird immer kleiner, wird immer kleiner. Und jetzt brauchst du nur noch unten den Baumstamm dran zu tun. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Punkt? Und das haben Menschen, da haben die lange gebraucht, um das rauszufinden. Ich erzähle dir jetzt mal, wo der Punkt ist. Viele, wenn ich frage, und weißt du, wie der Punkt heißt? Nein. Fluchtpunkt. Flüchten, wenn man wegrennt. Mhm. Also der Punkt, der flüchtet. Und die Linien flüchten ja alle in diesen Punkt. Das ist halt so ein Wort. Ja, so. Wenn wir jetzt sagen, du siehst ja in die Welt hinein und wenn du vorstellen würdest, dein Sehen ist ein Strahl und da kommt ein Laserstrahl raus und das ist jetzt mein Laserstrahl. Mhm. Also der ist jetzt fest verbunden mit meinem Auge. Guck mal, du siehst jetzt, wo ich hingucke, weil ich jetzt, wenn ich oben gucke, geht mein Laserstrahl nach oben, wenn ich nach unten gucke, geht er nach unten. Verstehst du? Ich sehe aber von meinem eigenen Sehstrahl, kann ich ja nichts sehen, weil der aus meinem Auge kommt. Ich sehe also nur einen Punkt. Mhm. Also wenn du jetzt guckst, guck mal irgendwo hin. So, ja. Ich gehe jetzt mit. Siehst du, du kannst auch mal halten. Und dann kannst du mir zeigen, wo du hinguckst. So, siehst du? Du siehst nur den Punkt. Ich sehe aber den Strahl. Also, merken wir uns, wir könnten uns das so erklären, dass aus den Augen ein Strahl kommt. Mhm. Wir wollen ja den Fluchtpunkt kriegen. Und jetzt gibt es ein Gesetz. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Das, weißt du, was Parallelität ist? Wenn zwei Linien parallel sind, dann sind sie genau, dann sind sie immer mit gleichem Abstand zueinander. Mhm. Das Gesetz sagt, dass alle parallelen Linien, du siehst die Kante, guck mal zum Beispiel, siehst du dieser Schrank, der hier ist, der Zeichenschrank, der hat solche Linien, die sind alle parallel zueinander, die haben alle gleichen Abstand. Und die Kanten vom Raum, weißt du, die Ecke und unten, die Kanten, sind auch parallel, die gehen ja alle in die gleiche Richtung. Mhm. Aber wenn ich den so machen würde, der ist nicht parallel zu dem. Ich müsste das so machen, dann ist er parallel. Also verstehst du jetzt, was Parallelität ist? Ja. Wenn ich jetzt, also das Gesetz sagt, alle parallelen Linien gehen in einen Punkt, dann haben wir ja schon das Gesetz. Also ja. Wenn wir parallele Linien haben, dann wissen wir, wo die hinlaufen. Mhm. Aber da wir ja, weißt du, du hast ein Bild im Auge, du siehst diesen Raum von deinem Platz aus, ich sehe meinen Raum von hier aus.
Wenn ich dahin gehen würde, würde ich den Raum wieder anders. Kennst du ja, wenn man hin und her geht, dann geht man näher an das, geht näher an das. Und jetzt, da wir wissen, dass ja unser Sehstrahl eine Linie ist, ist das Gesetz, muss ich den Sehstrahl nur parallel zu dieser Linie setzen, wo ich arbeiten will. Und jetzt weiß ich, dass dieser Punkt da hinten der Fluchtpunkt für diese Linien wird. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja. Pass auf. Hast du das so ungefähr kapiert? Ja. Gut, pass auf. Jetzt machen wir es ganz einfach. Da ist eine Rückwand, siehst du? Mhm. Was sagst du? Wie hoch ist die und wie breit ist die? Also die ist mach mal deinen Finger so und guck mal, wie hoch die ist. Und dann leg mal die Breit hin und sag, wie viel mal passt die Höhe in die Breite? Mhm. Einmal ist die Höhe und wie viel mal in der Breite? Guck mal, einmal, ich kipp die um und ich würde sagen, ein und ein Viertel. Ja, ungefähr. Ja oder ja? Ja. Ist ja egal. Also ich mache das jetzt einfach einmal und jetzt noch einmal. Das ist ein Quadrat. Das weißt du vielleicht, dass ein Quadrat gleiche Länge hat. Ja. Und jetzt machst du noch ein Viertel dran. So, das ist unsere Rückwand. Ja, das ist die Wand, auf die wir gerade schauen. Jetzt müssen wir gucken, jetzt muss ich sehen, wo dieser, dein Sehstrahl, wo der in diese Wand reingeht. Jetzt sage ich es dir nur, wir sind ja auf der Höhe, also wenn ich jetzt dich da hinten hinsetzen würde, würdest du so groß sein. Aber du sitzt ja, siehst du, und du hast vielleicht auch einen Zeichenblock, das ist deine Größe. Mhm. Vielleicht müsste ich es ein bisschen größer machen, so. Also du stehst nicht, wenn jemand neben dir stehen würde, wäre der so groß. Ja? Mhm. Aber du stehst nicht, du sitzt. Also hier auf dieser Höhe sitzt du, ich auch. So, und jetzt sitzt du mehr in der Mitte, also mehr hier. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, wo wir sagen, wo du genau gegenüber deinem Sehstrahl, wenn jetzt der Laserstrahl hier, zzt, würde der dort einen Punkt machen. Mhm. Hast du kapiert? Ja. So, und jetzt sag mir mal, wo gehen diese Kanten jetzt hin? Diese Kanten vom Raum. Wir haben ja nur die Rückwand gemacht und jetzt siehst du die Linien. Da oben und da unten. Kannst du die eintragen? Ja. Ja, muss. Ne, du bist ja hier. So, und jetzt, du kannst auch eine Linie ansetzen. Du kannst auch so, dass du dir hilfst. Ja. Also so hier? Ja, zieh, ja. Aber du musst jetzt hier rauskommen, ne? Mhm. So, geh mal weiter. Mach mal die Linie weiter. Dann wirst du gleich sehen, was passiert. Nee, du bleibst ja hier, du hast ja jetzt die Linie gezogen, jetzt kannst du weiterziehen. Zieh sie bis zum Ende des Blattes. Super, so. So, jetzt haben wir eine Linie. Jetzt machen wir hier. Siehst du? Dann machen wir hier. Und dann machen wir hier. So, guck mal, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir einen Raum. Und jetzt kann ich, Dona, die ist auf unserer gleichen Höhe, guck mal, die filmt uns gerade und ihre Augen sind genau auf unserer gleichen Höhe. Aber der Kopf ist größer als der da hinten sitzt. Jetzt kann ich Dona hier reinzeichnen, gucke. Siehst du, sie filmt uns gerade. So. Und jetzt, Dona hat jetzt, die kniet ja auf dem Boden und filmt uns gerade. Siehst du, sie hat hier das Handy in der Hand. So, siehst du? So, wir können uns nicht zeichnen, weil wir sind ja außerhalb des Bildes. Guck mal, jetzt kann ich hier, da die Fenster ja auch parallel sind, die kann ich jetzt auch hier reinfluchten und hier fluchten. Alle gehen hier rein, weil die alle parallel. Und jetzt ist, das sind die Fenster jetzt. Guck mal, ein Fenster, zwei Fenster. Siehst du die Fenster dort? Drei Fenster. So, was wollen wir noch parallel? Ah, da ist ein Tisch. Guck mal, ein Tisch ist dort. Der ist jetzt, den machen wir jetzt ein bisschen niedriger. Guck mal, so. So, 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 so. Und die Füße gehen auch wieder in diesen Fluchtpunkt rein. Mhm. Willst du auch einen Tisch reinzeichnen? Du kannst jetzt irgendeinen Tisch reinzeichnen. Mhm. Da oben? Ja. Ach so, das ist ein Regal, meinst du? Meinst du, das da oben ist ja ein Regal? Ja. Aber dann nehme ich den Tisch da ganz vorne. Gut. Der ist nicht sehr groß. Der ist genauso hoch wie der. Ungefähr hier? Na gut, mach mal. Muss immer in den Punkt.
Was du jetzt vielleicht noch ein bisschen, was noch nicht ganz richtig ist, die Füße müssen natürlich auf der Erde stehen. Die schweben jetzt in der Luft. Also wenn wir jetzt einen Fuß müssen wir hier haben. Mhm. Und hier ist der nächste Fuß. Und dann machen wir so. Und das ist die Tischplatte. Und die fluchtet hier rein. Also was jetzt wichtig ist, du siehst, vielleicht hast du es so kapiert, aber die Anwendung, also selber zu machen, das ist nochmal ein bisschen komplizierter. Ne? Mhm. Aber hast du das eigentlich verstanden? Ja. Wirklich so? Ja. Könnte ich dir jetzt eine Aufgabe stellen und du machst sie zu Hause und schickst mir dann das Bild oder bringst sie mir wieder und dann gucken wir uns das an? Ja. Ja? Also eine Aufgabe. Du machst einen Raum aus dem Kopf, mhm. aber es muss in die Tiefe gehen, so wie dieses Bild. Ja? Das muss natürlich nicht so kompliziert sein. Irgendein Raum, du bist ja ein Erzähler. Ja? Ja. Du machst also jetzt deine Dinosaurier oder deine Astronauten oder wie die immer sind, die sind in einem Raum, die fliegen da rum. Mhm. So. Und das Zweite ist, du zeichnest vielleicht dein Kinderzimmer oder irgendwas zeichnest du. Mhm. Setzt dich hin und versuchst dein Kinderzimmer so zu zeichnen. Mhm. Und wenn du Fragen hast, kannst du mich ja nochmal anrufen. Ja, oder dein Papa kann mich anrufen oder sonst was. Oder kann dir auch helfen. Ja. Naja, für mich ist jetzt nur, und das ist für mich wirklich interessant, weil viele Erwachsene eben sagen, das verstehen die Kinder noch nicht. Und ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass du es verstehst, aber das jetzt damit zu arbeiten, das ist vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter. Das muss man üben, wie man alles üben muss. Du kannst ja auch nicht vom ersten Tag lesen und schreiben. Also, was hältst du von dem Vorschlag? Ja. Ja? Wollen wir es mal ausprobieren? Okay. Okay. Also, wenn du dann ein, zwei Bilder fertig hast, schickst du sie mir. Ja. Also, mein Lieber. Deal? Ja. Super. Also, verabschieden wir uns. Wir haben jetzt mal versucht, einem Achtjährigen die Grundlage der Perspektive zu erklären. Das war wirklich ein Schnelldurchgang. Und ihr wisst selber, wenn ihr Perspektive lernt, wie oft man über die Dinge nachdenken muss. Cyril, wir freuen uns drauf. Sagen wir Tschüss. 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 Ja, also ich hatte hier die Perspektive, weil ich von der Perspektive hier hingucke. Und dann habe ich die Menschen in der Perspektive gemalt, wie ich von weiter weg, also von weiter weg würde ich die Person in kleiner sehen und von näher dran würde ich die Person halt in größer sehen. Das, jetzt male ich noch gerade das perspektivische Bild noch zu Ende, das ja auch an der Wand sein muss, weil die Wand auch gebeugt ist wegen der Perspektive. Noch ein Bild von diesem Mädchen im Urlaub. Und das ist ein Vampirbild, wo Dracula drauf ist. Und die Decke ist so bunt, sage ich jetzt mal, gemacht, weil sie hat sich halt verfärbt. Irgendwie das Grüne ist so sowas wie ein Schimmel, weil da niemand sauber machen will.